Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Neben der Sonne, dem Meer und den schönen Landschaften ist Spanien berühmt für die ausgezeichnete Küche und das reiche Angebot an Fisch, Käse, Charcuterie oder Früchte und Gemüse, wie wir sie hier im Studioladen ausgestellt haben. Viele von Ihnen kennen die Bilder aus den Ferien, haben mindestens einmal im Leben eine Paella oder eine grillierte Gambas gegessen oder einen der grossen Märkte wie La Boqueria in Barcelona besucht. Wie auf einem spanischen Markt geht es jetzt auch bei Coop zu und her. Und man findet eine grosse Auswahl an Spezialitäten aus dem Land. Vom Olivenöl über die unverzichtbaren Gewürze, spezielle Reissorten, typische Konserven bis zum echten spanischen Kochgeschirr. Während der Spanienwoche können Sie in unseren Läden auch ungewohnte Frischprodukte kennenlernen und zum Aktionspreis einkaufen. Besondere Käse, rassige Würste und exklusive Schinken oder frische Fisch und Meeresfrüchte. Unsere Fachleute in den entsprechenden Rayon beraten Sie gerne über die regionalen Spezialitäten. Statt wie bei uns Rösti mit Bratwurst ist das Nationalgericht der Spanier Paella. Neben dem Reisgericht, das mit Boulet, Meeresfrüchten, Crevetten, Peperoni und Tomaten zubereitet wird, offerieren wir Ihnen jetzt eine vielfältige Palette von genussvollen spanischen Gerichten. Fertig zum Essen oder fertig zum Kochen von Betty Bossi. Der Armin Amrain, nicht nur auf dem Bürgerstock, sondern auch in der spanischen Küche daheim, stellt uns eine Auswahl davon etwas näher vor. Salut Armin. Salut Susanne, grüezi miteinander. Genauso beliebt wie Paella sind in Spanien Tortilla, eine Art Omelette aus Härtöpfeln und verschiedenem Gemüse. Es kann auch würzige Schinken drin haben und man serviert sie am besten mit einem Salat. Gazpacho kommt mittlerweile auch bei uns schon fast jedes Kind. An einem warmen Sommertag ist die kalte Tomaten-Gurkensuppe eine ideale Vorspeise oder mit einem frischen Brot ein leichtes Nachtessen. Albondigas sind feine Bällali aus Kalbfleisch oder Schweinsfleisch an einer rassigen Tomatensauce. Sie passen hervorragend zu Reis oder Brotherdöpfali. Tapas-Bar gibt es in Spanien praktisch an jedem Hausecke. Mit Sardellenfilet, Oliven, Artischockenherzen und eingelegtem Gemüse. In einem fertigen Meeresfrüchtesalat oder der Seppioline von Coop kann man sich das exquisite Antipasti-Vergnügen auch daheim leicht selber zusammenstellen. Das sieht dann fein aus. Danke, Armin. Dankeschön, Susanne. Bei uns im Bistro begrüße ich jetzt Simon Luder, Nummer 1 im Schweizer Frauenteam und amtierende Weltmeisterin im Orientierungslauf. Salut, Simon. Ciao, Susanne. Grüß dich miteinander. Simon, du bist mit der Wettkampf viel unterwegs. Bist du auch schon in Spanien gsi? Ja, ich war schon für Trainingslager oder Wettkampf in Spanien gsi. Dann kennst du ja alles, was wir vorher vorgestellt haben, bestens. Viele von uns wissen dafür nicht so viel über den Orientierungslauf. Wir haben darum, wo du kürzlich im Trainingslager gsi bist, ein bisschen zugeschaut. Im OAL gibt es verschiedene Disziplinen. Der Sprint über 12 Minuten, die Mitteldistanz über 35 Minuten und die Langdistanz über 70 Minuten. Gestartet wird alle 3 Minuten. Die Startreihenfolge ist aufgrund eines Qualifikationslaufs am Vortag. Es geht darum, alle Posten in der vorgegebenen Reihenfolge möglichst schnell zu finden. Im Startaugenblick kommen die Karten mit den eingezeichneten Posten über. Sofort entscheide ich mich für den schnellsten Weg. Unterwegs schaue ich mit Karte und Kompass, dass die Richtung noch stimmt. Am Posten muss ich den Badge in die Posteneinheit haben, ein rotes Licht und einen Beepstone bestätigen, dass ich gestempelt habe. Da komme ich auch schon ins Ziel. Dort komme ich die Zwischenzeiten und die Endzeit auf einem Zettel ausgedruckt über. Jedes Jahr zeichnet der Schweizer OL-Verband eine Firma oder eine Organisation aus, die sich besonders stark für den Orientierungslauf eingesetzt hat. Simon, wer kommt das Mal den Preis über? Dieses Jahr möchten wir Rivella für die langjährige Unterstützung mit dem signierten Wettkampfdress auszeichnen. Rivella, ein Getränk für Sieger, aber auch für alle anderen. Simon, vielen Dank für deinen Besuch und weiterhin viel Erfolg. Merci vielmals. Das war es für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen, woher die Rosen von Max Havelaar kommen und woher der Erlös von diesen Blumen geht, die bei Coop verkauft werden. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Wiederschauen!